Ja, moin, hier ist Tim Hillmann wieder aus dem Parkhotel Residenz in St. Peter-Ording und heute mache ich ein gebratenes Blumenkohlgemüse mit Pinienkerne für Sie. Ja, für das Blumenkohlgemüse natürlich einen Blumenkohl nehmen. Dann schneiden wir jetzt hier die Röschen ab. Ja, ganz vorsichtig. So. Das legen wir beiseite. So, dann putzen wir uns jetzt die Röschen zurecht. Nehmen wir ganz feine, kleine Röschen, weil beim Braten dauert das ja mit der Garzeit nicht so lange denn. So, dann füllen wir das einmal in eine Schüssel um. Jetzt haben wir hier eine Portion Blumenkohl und geht's ans Anbraten. So, jetzt ein bisschen Butter in eine Pfanne geben, zerlaufen lassen. Dann können wir schon den Blumenkohl hinzugeben. Leicht anschwenken in der Butter. Dann können wir den Blumenkohl schon salzen. Und ein wenig Zucker zum Karamellisieren. Schön einmal durchschwenken. So, dann können wir jetzt auch schon die Pinienkerne hinzufügen. Die schön mit anrösten. Dann gibt jetzt einen herrlichen nussigen Duft und Geschmack. Dann gebe ich ein bisschen groben Pfeffer hinzu. Gebe ich frisch geschnittenen Schnittlauch. Und Petersilie. So, und lösche es einmal mit weißem Balsamico ab. Lass es verdampfen. Hier nochmal durchschwenken. So, und dann stelle ich das 2 Minuten beiseite, lass es durchziehen und dann ist es fertig. Guten Appetit!